Wie viel fährst du hier? Ich war hier gerade mal 60. Ja, ich auch. Ich hätte nur 60 erlaubt. Ja gut, bei Schnee war ich immer pünktlich, also irgendwie, da bin ich noch ein bisschen langsamer gefahren, meine ich. Bei Schnee habe ich alles kaputt gemacht. Ja gut, du fährst auch gerne mal was schneller. Ja, das stimmt. Ja, bei Schnee bin ich halt ziemlich vorsichtig, weil ich bin schon Ewigkeiten nicht mehr im Schnee gefahren, bis zu diesem Zeitpunkt, als wir es mal gemacht haben. Und da war ich sehr vorsichtig am Anfang. Weil ich eben überhaupt nicht mehr wusste, wie verhält sich der Bus dabei. Danach wusste ich, es ist sehr rutschig. Hm, ja. Das stimmt. In der Tat. Wobei mir das irgendwie auch nicht besonders gesund vorkommt, Niederflurbusse mit 60 über Kopfsteinpflaster zu jagen. Ach was. Ich glaube, das ist auch im Fahrgastraum nicht besonders angenehm, habe ich das Gefühl. Nee, so richtig irgendwie nicht. So, wie viel haben wir? Zwei Minuten Verfrühung. So, ich bin jetzt auch da. Wir wollen aber ordentlich Leute mit. Und auch ordentlich Leute wieder Fahrscheine kaufen. Ich hab's aber erst nur überlegt, ob ich denn nicht den 15 Meter Bus nehme. Oh. Wobei ich mir dann dachte, nö. Einmal Schüler, bitte. Ja, teilweise ist echt ziemlich, sagen wir, interessant mit dem 15 Meter Bus, glaube ich. Ja gut, in Berlin kannst du 15 Meter Bus fahren. Das, oh, hinter mir ist, lol. Hinter mir ist gerade die 4124. Rastzig. Interessant. Also apropos 15 Berlin, das muss ich auch mal noch aufnehmen. 15 Meter Bus kannst du also gut in Berlin X10 fahren, weil du hast ja größtenteils gerade Straßen. Ja, nee, ich habe einen Straßen Wunsch halt bekommen. Ich soll das mit dem O305G fahren. Oh. Hm. Viel Spaß. Es geht. Ja, gehen tut das. Mir wird's nur irgendwann auf den Senkel gehen. Ich meine, so schön der Bus auch ist, aber. Ne? Warum? Bei mir auf Dauer irgendwie alte Busse. Ich meine, ist ganz schön, mal mit denen zu fahren, aber da damit durch den Stadtverkehr und so weiter zu düsen, na. Echt, ich finde, das geht eigentlich total. Was ich nur überhaupt nicht ab kann, ist Schaltwagen im Stadtverkehr. Also da kriege ich die Krätze bei. Weil das ist halt echt. Du bist die ganze Zeit am Hin- und Her schalten und dann musst du wieder bremsen und schaltest wieder und verbringst dann mehr Zeit mit Schalten als mit allem anderen. Das ist eben das Problem, weil ständig Gas geben und wieder bremsen. Ja, also im Stadtverkehr Schaltwagen fahren finde ich mega anstrengend. Mache ich eigentlich nie. Aber so generell ältere Busse habe ich jetzt kein Problem mit. Ist halt nur ein bisschen blöd, je nachdem welcher Bus es ist, ist der halt auch, ja, relativ schwach motorisiert und im Stadtverkehr muss man halt auch schon ordentlich drauf treten, weil wenn da halt trotzdem nichts ankommt, ist unpraktisch manchmal. Eben. Bestes Beispiel ist der O405G, also da geht ja überhaupt nichts. Hm. Da kannst du fast nebenher laufen.
glaube am Release-Tag sogar war das von den beiden Addons. Also hier O305 und O405. Ich glaube sogar schon am Release-Tag habe ich mir die beiden geholt. Bei Steam. Den O405 habe ich mir auch geholt zu Release, aber den 305 gehe nicht. Ich war halt irgendwie auf den 305er G mehr gespannt aus dem Grund, dass ich noch nie mit dem Hofflur O405 mitgefahren bin, im Gegensatz zum O305G. Dem bin ich mal auf einer Bremen-Sonderfahrt mitgefahren. Ich glaube, ich bin noch mit. Doch, ich bin einmal mit einem O405G mitgefahren. Aber das war's dann auch. Ansonsten haben wir hier ja nur NG 313 und Lion City und Iveco, ganz großartig. Und alle sieben Pfingsten mal ein C2 und das war's dann auch. Also wir haben da eher die moderneren Busse. Was ich irgendwie Morgen. nicht so toll finde, weil, naja, also so ein O405G ist auch was Schönes, aber gut, ich kann es halt nicht ändern. Wobei, mit so einem Citaro Facelift wäre ich auch zufrieden. Da hätte ich auch Spaß dran. Ich mag die Busse nämlich unheimlich gern. Ich denke Problem mal, ist, da dass die. wärst du hier bei uns ganz gut aufgehoben, zumindest im Regionalverkehr. Ja, das Problem ist, also wir haben hier einmal DB Südbahn Bus und die haben halt MAN, Iveco und der ganze Quatsch da. Und halt ungefähr zwei C2s gefühlt. Moment. Ah doch, passt. Und da. Dann fährt hier noch die SWEG in der Gegend. Und das ist halt ein richtig cooles Unternehmen, finde ich. Also, die haben wirklich größtenteils Mercedes rumfahren, glaube ich. Also, zumindest das, was ich so beobachten kann. Halt sehr viel Citaro und C2. Also, im Prinzip erste und zweite Generation Citaro einfach. Auch Facelift. Und das ist irgendwie cool. Das Problem ist, dass die SWEG halt nicht da fährt, wo ich lang muss. Das ist ein bisschen schade. Heißt, ich sehe dann immer im Prinzip Citaro Facelift, aber kann nie damit fahren. Das ist ein bisschen traurig. Wenn man die Busse gerne mag. Ja, ein kleines bisschen. Also, bei uns wirst du dich, denke ich mal, eigentlich wohlfühlen. Also, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass nur noch alle sieben Pfingsten mal Line City hier fährt. Sonst entweder irgendwelche Citaro 1er in Stadtbusausstattung aus Stadt XYZ. Keine Ahnung, schieß mich tot. Ich find's Dann. ganz schön. Ach so, jetzt. Ja, dann. Hast du Das hier ist super. nochmal den Nummer 1, 2, wenn du Glück hast, hast du hier nochmal ein Citaro Ü. Oder und sonst eben, ja, Facelifts in Überlandausstattung und, ja, C2s halt. Ein paar Ganz Setras fahren ja auch ehrlich, noch rum. ich würde mich freuen, wenn bei mir nur alle sieben Pfingsten Lion City fahren würde. Du weißt ja, was ich von den Dingern halte. Außer der letzte Müll nicht viel. Wobei noch schlimmer ist Iveco. Cool, jetzt muss ich hier stehen. Glaube, das größte Problem, was ich mit unseren Lion Cities habe, ist, dass die halt tatsächlich überhaupt nicht vom Fleck kommen. Also, der Busfahrer steht voll drauf und da passiert nichts. Das ist halt echt ein bisschen bescheuert. Was bestehen die bei euch? 220 PS mit ZF oder was? ZF auf jeden Fall, wie viel PS die haben, weiß ich nicht. Wobei ZF ja an sich nicht schlechtes ist. Also unsere C2G, die fahren auch mit ZF durch die Gegend und gehen deutlich besser vorwärts. Also da merkst du schon, wenn der Busfahrer mal bis unten durchdrückt.
Also unsere Line-CDs gehen ab, wie sonst was, also. Vor allem dieses Turbo-Pfeifen finde ich voll geil. Es gibt Echt? viele, die finden das nicht geil. Wie ich zum Beispiel, ich finde das total Oh, penetrant nervig, wenn man ganz lol. hinten sitzt. Ich finde das voll geil. Hatte das, das ist so, danach habe ich immer Ohrenkrebs. Lol, hier steht gerade ein Bus in der Wendeschleife, also. Ich bin jetzt hier Deshalb Lüderlaken. Schießminute. sitze ich meistens auch recht weit vorne, dass ich das nicht so laut höre. Weil ich kann das überhaupt nicht ab. Weil das ist halt so mega laut. Also ich bin jetzt an der Haltestelle Lüderlaken Nord Norderwiesenfeld und hier steht ein Bus vor mir. Ich auch. Bin hier noch nie lang gefahren. Ich auch noch nicht. Gut, ich bin auch noch nie Schulbus gefahren, aber sag's keinem. Steht vor dir auch ein Bus? Nö, warum? Bei mir steht hier vor mir ein Bus. Oh, das ist doof. Wobei, da Ein kommst du nicht Regionalbus vorbei, oder? Stuttgart. Ja, er schmeißt gerade den Motor an. Nee, mehr. Ach so. Er ist wahrscheinlich auch nur ein armer Schulbus. Guck mal. Warte mal, du bist doch noch in dieser Schleife, oder? Ja, ich Guck mal fahre auf ja das, guck gerade. mal auf das Straßennamensschild. Nordschleife. Okay. Achten Sie hier der Vettel auf der Nordschleife oder was? Ach so. Ja. Oh, das habe ich jetzt erst vergecheckt. Wow. Du bist doch hier der Ja. Nobelfahrer. Mann, ist früh. Erst 12:15. Ich bin der Dobelfahrer. Hä? Fährst du so gerne Dobel oder nicht? Ach so, ja, Tatsache. Warum? Hä? Und was hat das jetzt damit zu tun? Ja, da gibt's doch eine, die bringt dir dann den Spruch, sie fahren ja wie der Vettel Ach auf der so. Nordschleife. Ja, ich stehe gerade voll auf dem Schlauch. Merkt man gar nicht. Super. Ja, das braucht ein bisschen länger, bis das ankommt. Jetzt habe ich Verspätung. Neu. Wobei ich Dobel ja zurzeit sowieso nicht fahren kann, weil Umsi hat mir das irgendwie ein bisschen zerschossen. Ihr seid doch alle behindert, Alter. Fahrt halt erst dann auf eine Kreuzung, wenn ich gerade da bin und dann bin natürlich vor der Karre. Ihr seid so behindert. Weiß, also so, wenn man sich halt die Gestaltung auf Dobel mal anschaut, man merkt halt, dass die Karte schon was älter ist, aber finde sie dennoch nicht schlecht und ich glaube, das kommt, dass ich die. Naja, so extrem oft jetzt auch nicht. Also Krummenab fahre ich öfter. Aber dass ich die halt hin und wieder fahre, kommt, denke ich, einfach mal davon, dass es so von der Umgebung her so ein bisschen bekannt ist. Weil ich komme ja aus dem Südschwarzwald und das erinnert teilweise auch schon ein bisschen daran. Also weiß nicht. Wirkt halt so etwas vertrauter, deshalb fahre ich die vielleicht etwas öfter als manch andere. Fände es ja cool, wenn es das wenn es die Karte dann auch in Lotus mit besten nur mit Steppbahn oder so gibt. Das wäre schön. Okay. Ja, erzähl das mal, Josh. Ja. Josh. Genau so. Erstmal so penetrant auf den Sack gehen, wie ich jetzt hier gerade die quasi hier na, fast Stoßstange klebe. Buch, Tagesrate 14 Euro. Oh. Gut, kann man mal machen. Sie sind schon in Bodenwied. Ja, ich auch. Nein, ich habe gefragt, Sie sind schon im Bodenwied. Ach so, ja. Ich habe jetzt Wow. gerade was anderes verstanden.